wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Angezogen bin ich heute so, mit den langen Pullover an und wieder diese stretchy Hose angezogen. Und ich werde euch später mitteilen, was für Pläne wir haben. Ich hatte ja in meinem letzten Vlog schon erklärt, dass ich vielleicht nach Hause fahre oder vielleicht auch nicht. Das kommt darauf an, wie das alles sich so gestaltet. Jetzt höre ich meinen Mann da unten. Jetzt gibt es Frühstück, muss ich gleich noch machen. Bis später. Hallo, hallo, ich bin mit Maldi draußen. Das regnet richtig doll, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich auch noch mal ein Video drehen. Und dann müsste das Video heißen, Spaziergang im Regen oder so, weil aber es ist wirklich nicht so schön, um draußen zu drehen. Aber zu Hause, ich weiß nicht, ich wollte auch mal was anderes, eine andere Perspektive oder so. Habe ich gedacht, vielleicht wieder am Fluss würde ich drehen, aber weiß ich noch nicht. Jetzt sind wir erstmal draußen. Ich gehe jetzt mal wieder Richtung Ortsausgang und dann ein bisschen länger spazieren, denke ich mir, egal ob es regnet oder nicht. Wir sind ja nicht aus Watte, aber ich habe heute diese dünne Nylonhose, also diese aus Kunstfasermaterial an, die eigentlich viel zu kalt ist. Ich habe jetzt schon kalte Beine. Ist natürlich auch nicht so ideal. Ja, Leute, also wie gesagt, heute geht es mir zum Glück besser. Gestern war es wirklich gar nicht schön. Und ich hatte auch nicht so richtig die Kraft zu drehen, aber natürlich versucht ein bisschen noch was mit aufzunehmen, was wir gegessen haben und so. Wir haben ja Hähnchen gehabt, aber so richtig, ich konnte eigentlich gar nicht wirklich sprechen. Manchmal gibt es solche Tage. Also ich, was machst du denn da, Maili? Kann natürlich nicht immer lachend in die Kamera fröhlich drehen, sondern da ich ja wirklich so gefühlt 12 Stunden jeden Tag die Kamera mitnehme, sind es natürlich auch oft mal Tage, wo es mir nicht so gut geht und wo ich ein bisschen down bin und wo ich wirklich auch kaputt bin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keine Lust habe zu drehen, weil wenn ich keine Lust haben würde, dann würde ich nicht drehen. Ich glaube, das ist klar. Aber jetzt haben die da wieder an dem Haus neue Sachen hingelegt. Da gucken wir mal. Moment. Also, neue Gläser. Ich glaube, die waren nicht da. Ja, so viel nicht. Ein paar süße Lampenschirme, die finde ich eigentlich richtig süß, diese kleinen. Und hier ein Bild, das ist auch nicht schlecht. Dann Gartenauflagen und so ein Regal. Jo, eine Gartenauflage und ein Regal und ein Koffer. Was ist da denn drin? Mal gucken. Nix. Na gut, Maili, da ist nix. Dann komm. Ich dachte ja schon, dass es vorbei ist jetzt mit den Verschenken von Sachen, aber nee, die machen immer wieder neue Sachen rein. Übrigens mit dem Sperrmüll, genau, da hatte ich ja angekündigt, dass ich darüber ein extra Video mache, aber ich habe da gar nichts gefunden. Das hat ja keinen Zweck. Deswegen habe ich euch das letztes Mal in den Vlog mit reingepackt. Habt ihr bestimmt gemerkt. Jetzt gehen wir hier mal wieder rüber. Natürlich ist im Regen heute nicht viel los. Also die einzigen Verrückten, die heute spazieren gehen würden, bin wohl ich. Genau, aber ich würde jetzt auch gerne mal ein bisschen frische Luft. Ich habe nämlich gestern nur ganz kurz, war ich mit Maili draußen, das habe ich auch nicht gevloggt, weil ich echt keine Kraft hatte, so richtig mich mit euch zu unterhalten. Wie gesagt, das kommt öfter mal vor und das hat aber, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass ich keine Lust habe zu drehen, weil sonst würde ich das ja nicht machen. Das muss ja nicht sein, aber ich möchte auch die Tage, immer habe ich schon mal drüber gesprochen, ich möchte auch die Tage mitfilmen, wo es mir nicht gut geht. Und ich finde das auch wichtig, weil man kann nicht immer nur alle die schönen Seiten im Leben zeigen. Man muss auch zeigen, wenn es einem nicht gut geht. Und dann kommt das natürlich auch manchmal so rüber, als hätte ich keinen Bock zu drehen. Aber das ist nicht der Fall, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Aber das muss auch gezeigt werden. Ich glaube, ich habe auch die Möglichkeit, mich dann auch so zu zeigen, wie ich bin. Also nicht immer nur lachend durch die Gegend zu laufen, sondern einfach auch mal so ein bisschen lustlos zu wirken. Was aber nicht lustlos ist, sondern einfach nur meinen derartigen Gemütszustand zeigt. Und ich finde das wirklich, wie gesagt, sehr wichtig, dass man Leuten, denen man täglich zuschaut, nichts vorspielt und nicht irgendwie so tut, als sei man etwas. Ich will ja nicht, will keine Schauspielerin sein, sondern ich will ja mit YouTube das zeigen, was wirklich
existent ist und wie es einem wirklich geht und jede Stimmung mit. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, lache sehr viel, aber auch am Abend, das ist mir bei meinem Schnitt meiner Videos auch aufgefallen, wirklich oft lustlos und als hätte ich keine Lust. Aber das ist nicht der Fall. Also es ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich einfach müde bin, kaputt bin. Das fällt mir natürlich jetzt in den letzten Monaten extrem auf abends. Das sieht man mir auch sehr stark an. Das wird dann auch abends mit meiner Stimme so ein bisschen, aber so bin ich halt. Wenn ich müde bin, dann bin ich so. Und auch wenn ich einfach so ein bisschen, nicht lustlos, aber das ist das falsche Wort, sondern einfach müde und nicht mehr die Kraft habe, so richtig zu sprechen, es aber trotzdem machen möchte, weil ich euch das ja mitteilen möchte. Ne? Das hat aber nichts, wie gesagt, damit zu tun, dass ich keine Lust dazu habe. So, und so viel dazu. Was habe ich noch? Kommentare habe ich in den letzten 2-3 Tagen gar nicht geguckt. Ich bitte euch das sehr um Entschuldigung. Das versuche ich heute nachzuholen, wo es mir wieder besser geht. Werde mir da die ganzen Sachen durchlesen. Wie gesagt, auf die Sachen werde auch ein paar Dinge liken, mal gucken. Aber wahrscheinlich nicht antworten, weil das werde ich nicht mehr schaffen. Genau, und insofern keine Angst, ich werde auf jeden Fall die Kommentare nochmal nachholen, einfach nochmal gucken, drüber lesen. Manchmal lese ich auch nur quer, dass ich einmal nur so kurz drauf gucke und dann runter scrolle, aber ich habe alles im Blick. Nur ich hatte in den letzten, also gestern schon gar nicht, also mir ging es wirklich nicht gut. Und vorgestern war auch so ein Tag, weil es irgendwie so nicht so schön war bei dem Wetter. Also ich meine, ich glaube, das ist bei den meisten Menschen gerade so. Ich merke das auch bei meinen Kindern, dass die auch extrem lustlos werden. Jetzt kommt da schon wieder ein freilaufender Hund. Ich hasse es, Leute. Gut, dann gehen wir mal hier rüber und lassen den mal vorbeigehen. Naja, bis später. Mein Lieben, mein Video ist abgedreht und wir sind jetzt tatsächlich ganz da hinten hingelatscht. Da habe ich aber keinen Übergang gefunden zu dem Fluss, der hier wirklich sehr reißend wird. Das kann ich mir auch vorstellen, warum man hier nämlich nicht immer lang gehen darf, weil das wahrscheinlich überflutet wird irgendwann, weil teilweise ist das ja geschlossen gewesen da hinten. Wahrscheinlich, weil man sonst ertrinkt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Also könnte ich mir mal vorstellen, dass man dann hier nicht wieder rauskommt. Jetzt bin ich hierher gelaufen, wieder in Einsamkeit. Nein, also bitte nicht meckern. Ich wollte doch das Video abdrehen und ich wollte auch gucken, ob ich da hinten über den Fluss irgendwie komme. Nein, komme ich nicht. Also gehe ich hier auch nicht mehr lange. Brauchst nicht mit mir zu schimpfen. Wir gehen jetzt aber nach Hause. Mir ist wirklich kalt. Ich bin von oben bis unten nass. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde jetzt. Und Miley ist auch nass und alles nicht mehr so schön hier. Guckt euch mal den Fluss an, total dreckig und ist schon weit über die Ufer getreten hier. Also sehr, sehr sicherlich nicht unbedenklich, könnte ich mir vorstellen, wenn man hier lang läuft. Ich drehe euch mal um. Hier ist er schon richtig über die Ufer getreten. Der war ja sonst viel schmaler. Also das wird sicherlich bei Wind und Wetter hier mal alles überflutet werden, könnte ich mir vorstellen. Und der strömt ja auch richtig stark, ne? Miley ist schon pitschenass, die muss ich gleich mal abtrocknen zu Hause. Ich habe aber gar kein Handtuch für Miley mitgenommen, also nehme ich mal die weiße Decke, die ich unter meinem Bett habe und werde sie damit abtrocknen und mich auch und meine Hose vor allen Dingen wechseln, die ist pitschenass. Ja. Aber jetzt gehen wir nach Hause und schauen mal, was da los ist. Meine Schwiegertochter. Moment. Meine Schwiegertochter wollte mein Teppichwaschgerät jetzt ausprobieren und wäscht die Teppiche damit und die Matratze, auf der ich geschlafen hatte, als ich das erste Mal hier war. Die war ja von unten so ein bisschen angeschimmelt, weil wenn die Körpertemperatur natürlich Feuchtigkeit verursachte, die ich verdunstet habe in der Nacht und unten so ein bisschen schimmelig wurde. Und das wird sie jetzt auch wegwaschen, damit es nicht mehr so riecht. Und der Fluss an, Leute. Wahnsinn. Ich drehe euch mal um. Ein reißender Fluss. Miley und ich mittendrin. So. Uiuiui. Uff. Na gut, wir sehen uns zu Hause wieder. Mal die Ente da. Die wird vom Strom mitgerissen, die Arme. Eben war sie ganz unter Wasser. Das
wirklich sehr, 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 sehr dreckig, der Fluss. Der ganze Matsch wird wahrscheinlich hier mitgespült vom Rand. Jetzt kommt da jemand. Naja. So. Sind wir auch gleich über die Brücke. Seht ihr, das Verbotsschild ist hoch, also weg. Man darf hier lang. Oder es hat jemand versäumt, heute wieder dahin zu stellen. Denke ich mal, weil heute wäre eigentlich der richtige Tag, um das zu verbieten, da lang zu laufen. Wahnsinn. Guckt euch mal an, wie dreckig der heute ist. Die Trabe. Ne? Miley ist auch pitsche nass. Na gut, wir gehen leider nach Hause. Ne? Geh nach Hause, Melli. Ja. So, jetzt bin ich nass. Hund nass. Soll ich den mal abtrocknen? Ich hatte hier irgendwo eine Wolldecke. Was habe ich damit gemacht? Die muss ich jetzt mal finden. Mein Hund abtrocknen. Moment. So. Jetzt werden wir die abtrocknen. Ja. Stelle ich euch mal dahin. Und dann komme ich. Werde ich sie mal so ein bisschen föhnen gleich. Ja, ich bin auch noch nicht ausgezogen, aber egal, Hauptsache mein Hund ist natürlich warm. Und du stinkst, mein Hund, du stinkst. Ja, richtig, ne? Ja, komm auf die andere Seite. Nein, nicht beißen. Nicht beißen, ne? Ja, ich tue dir nichts. Ich trockne dich nur ab. Nein, nicht beißen. Du bist fein. Ja, so ist fein. Ja, ganz nah. Nicht beißen. Miley, na, aus, 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 so ist fein, ganz fein, ja, trockne dich nur ab, ne, ja, fein, so machst du das, ganz fein, ja, ganz fein machst du das, sicher, richtig fein, ja, fein, Miley, ja, ganz doll abtrocknen. Ja, fein, fein, ganz fein, ja, fein, ja, fein, ist gut, ganz fein, ja, bist du ordentlich nass, ne, ein bisschen föhnen, das macht sie auch eigentlich gar nicht so, also ist nicht so schlimm für sie, aber mal gucken gleich, den Föhn mal holen, Miley, ich hol den mal, mal gucken, was sie dazu sagt. Nein, meine nicht beißen. Nein, das ist fein. Hast
Angst, ne? Ja, hast du Angst. Mal die andere Seite machen. Komm hier, ne, Weiden, komm hier, hier, komm. Nee, traust mir jetzt nicht mehr, ne? Traust mir nicht. Ja. Zeig mal her, bist du überall trocken? Einmal streicheln. Ja, fein, hast du alles trocken? Fast, ne? Hier noch ein bisschen. Ja, zeig mal, ist da auch alles trocken? Ja, da ist alles trocken geblieben, ne? Ja, das hast du schön gemacht. Bisschen ist das hier noch nass, aber das können wir auch ein bisschen so machen. Bisschen abtrocknen, so. Ja, fein. Ja, fein. Ganz fein. Ja, fein. Bisschen da noch vielleicht. Ein bisschen da noch. Komm, ein bisschen ist noch auf der Seite. Ganz klein bisschen noch. Nicht weglaufen. Haust du ab, ne? Haust du ab, ja. Aber es ist nur noch ein bisschen, mein. Ein bisschen noch. Komm, ein bisschen, noch ein bisschen, ja. Ja, schön. Schön warm, ne? Ja. Ja. Schön flauschig, ne? Warum leckst du eigentlich hier immer so viel? Lass mal gucken. Ist da alles in Ordnung, Miley? Leckst du immer so viel hier? Ja, ist aber alles gut soweit, ne? Keine Zecke, alles gut. Ja, fein. Fein, das war's. Mal wieder eine schöne, flausche, wuschige Miley, ne? Eine wuschige Miley haben wir jetzt. Ja, eine ganze wuschige Miley. Ja. Mir ist dein Zeckengedöns nicht abgegangen hier von dem ganzen Regen, ne? Ja. 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 Ja, weißt du. Ja, ist ja gut. Hast du ganz fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Ganz fein hat sie das gemacht. Ja, ganz fein. Ja, ganz so fein bist du, ne? Ja. Hier ist aber noch ein bisschen nass. Du, können wir da noch einmal machen? Einmal noch so ein bisschen hier. Einmal. Ist das in Ordnung? Noch einmal. Das ist nicht in Ordnung. Ist das hier jetzt nass, ne? Aber ich drehe das mal alles einmal um. So. Hier ist, glaube ich, gut. Okay. Ja, den waschen wir mal. Müsste das eigentlich in Ordnung sein jetzt. Das ist gut, ja. Damit ich ein bisschen einpacken, ein bisschen zudecken. Das magst du auch nicht, ne? Magst du nicht, ich weiß. So ein bisschen warm einpacken, hm? So ein bisschen warm, hm? Ja. Ein bisschen warm zudecken. Ja, ich bleib
ein bisschen liegen, so ein bisschen, Miley, so ein bisschen. So ein bisschen warm werden, hm? Ja. Ja. So ein bisschen warm bist, ne? Ich muss mich jetzt auch mal ausziehen. Ich bin hier nämlich auch noch total alles nass. Du bleib mal da liegen. Mach nichts mehr, bleib da. Gut, dann ziehe ich mich jetzt auch einmal um und dann bin ich auch trocken.